Hey und willkommen zu einer kleinen Runde 60 Seconds. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Ich werde heute, meines Wissens nach, zum allerersten Mal nicht mit Ted spielen, sondern mit Dolores. Da bin ich doch mal gespannt, was mich hier jetzt erwartet. Hier ein bisschen was zu trinken auch noch mitnehmen und dann darf ich auch meine Kinder und meinen Mann nicht vergessen. Die sind ja auch sehr wichtig. Da ist das Radio, jetzt fehlt nur noch die wichtige Karte. Das brauche ich eigentlich nicht. Ach, da ist mein Kind. Hups. Komm mal her, Timmy. Du darfst auch mit. Dann vielleicht hier ein bisschen Happy Happy. Ja, nimm doch mit. Du bist ja so langsam. Was ist denn los bei dir, Dolores? Nein, einfach nur essen und trinken. Das will ich gar nicht. Ted, komm. In meine Hose. Wir könnten so viel mitnehmen, wenn da mal jeder mitarbeiten würde. Und die denken sich einfach, nö, das sehe ich nicht ein. Was fehlt denn noch? Auf jeden Fall der Verbandskasten. Dann vielleicht nochmal hier ein bisschen was zu trinken oder so. Ich glaube, ich habe die Karte gar nicht. Oh nein. Tag 1. Das Spray fehlt, die Karte fehlt, das Gewehr fehlt, das Boy Scout fehlt. Aber ja, ich versuch's einfach mal. Oh, wir haben Munition geschenkt bekommen. Tag 2. Klopf, klopf. Dieses Geräusch überrascht und verwirrt uns jedes Mal. Es könnte alles bedeuten, im Guten wie im Schlechten. Aber wir sind immer neugierig. Sollen wir die Falltür öffnen? Gerne. Kommt alle rein. Tag 3. Ja, klar, Dolores. Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in einem seltsamen Anzug. Er gab uns einige Dosensuppen. Die sichern in den nächsten Tagen unser Überleben. 2 Stück. Ja, aber jetzt ist sie krank geworden. Das ist natürlich blöd, aber ich heil dich mal, Dolores. Du bist ja heute sehr wichtig für mich. Hallo Leute, eure Geilo-Maschine ist mal wieder zurück, um euch eine saftige Produktplatzierung um die Ohren zu hauen. Heute geht es um das Spiel AFK Arena, das Kartenspiel und Idle RPG Gameplay miteinander verschmilzt. Die 6 einzigartigen Fraktionen im Spiel werden dabei in einem interessanten Artstyle präsentiert und sind von einer klassischen Geschichte über den Kampf vom Leben gegen den Tod verbunden, wie man das halt so kennt. Obendrauf betritt diesen Monat ein neuer Charakter die Arena, der einigen von euch bekannt sein sollte. Der italienische Meister-Assassine Ezio Auditore, aus der Assassin's Creed-Reihe wird der Heldenliste hinzugefügt und jedem Spieler nach dem Absolvieren einer Reihe von Missionen kostenlos zur Verfügung stehen. Ihr werdet also die Möglichkeit haben, euch mit Ezio zu verbünden, ihn zu leveln, Fähigkeiten auszuwählen und Änderungen an der Adventure-Liste vorzunehmen. Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Spiel kostenlos herunterladen und damit natürlich auch meinen Kanal unterstützen. Verwendet ihr dabei folgenden Bonuscode, erhaltet ihr zusätzlich 5 gewöhnliche Heldenschriftrollen, 60 Elite Hero Soul Steine und 500 Diamanten für das Spiel obendrauf. Na, wenn das nicht Leckerschmecker ist. Zu guter Letzt noch einmal einen großen Dank an AFK Arena für die tolle Produktplatzierung. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest von 60 Seconds. Und heute schicke ich Ted direkt mit der Gasmaske raus. Tag 4. Unser Lieblingsradiosender hat den Betrieb eingestellt. Auch auf anderen Frequenzen haben wir nur Rauschen zu hören bekommen. Sind alle Sender verschwunden? Vielleicht sollten wir an unserem Radio herumbasteln, um seine Reichweite zu erhöhen. Ja, das kann ja gar nicht kaputt gehen. Tag 5. Warum drücke ich da überhaupt noch auf Ja? Aber ich gebe nicht auf. Tag 6. Tag 7. Eine Gruppe Ärzte klopfte heute an unsere Tür. Sie baten um Vorräte, um ihre Verbandskästen aufzufüllen. Sie sind ohne Zweifel Ärzte. Sie hatten sogar Laborkittel und sowas. Sollen wir ihnen helfen? Ja, gib ihnen Wasser. Ich hätte aber auch gerne einen Verbandskasten. Tag 8. Tag 9. In den letzten Stunden wurde das Atmen hier im Bunker immer schwieriger. Wir vermuten, dass es an der Belüftung liegt. Vielleicht hat sie einen Wackelkontakt. Wir müssen dem nachgehen, sonst ersticken wir womöglich. Nimm ruhig die Taschenlampe, leuchte da mal rein und dann wirf die so richtig schön fest auf den Boden. Tag 10. Hä? Du hast es nicht gemacht? Oh lol, ich hab die Fliege gerade zerklatscht. Ich hab gehört, dann bekommt man was. Die Insekten sind weg, aber haben uns nicht ohne Stiche zurückgelassen.
Nein, Dolores! Wird nicht erwartet, so kurz nach dem Einschlag der Atombombe einen Anruf zu bekommen. Ich schick mal Dolores raus. Die ist sowieso schon krank. Tag 11. Ted? Ted, da bist du ja! Ja! Sag mal, Ted, was zur Hölle hast du da alles mitgebracht? Das Radio ist wieder ganz, da ist Insektenspray, richtig viel Wasser, richtig viel Essen und natürlich die Karte. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Ein örtlicher Supermarkt hätte eine perfekte Zuflucht werden können. Leider hatte eine Räuberbande dieselbe Idee und hat ihn zu ihrem neuen Zuhause gemacht. Die Verbrecher sind schwer bewaffnet und können die Gegend terrorisieren. Vielleicht zahlt man es ihnen am besten heim, indem man sie bestiehlt. Beim Schleichen durch den Laden haben wir einige Dosensuppen entdeckt. 4 Stück. Der Weg zum Personalraum war frei. Darin stand ein Wasserspender. Kostenloses Wasser für Angestellte. Wow. Muss ein Traumjob gewesen sein. +6 Wasser. Ey, ich wusste es. Ich habe immer an diesen Run geglaubt, deswegen habe ich auch nicht neu gestartet. Wir haben es bis in einen besseren Teil des Ladens geschafft, in dem einige funktionierende Radios in den Regalen standen. Eines davon haben wir mitgehen lassen. Eine der Wände zierte eine große Karte der Umgebung. Mehrere Gebäude waren mit einem X markiert. Das ist ja, ach man, ist das Premium. Da kann auch mal gerne die Gasmaske kaputt gehen. Warte, wie geht's dir gerade, Ted? Hä? Wie geht's dir? Hungrig und müde. Ja, dann kriegst du was zu essen. Neulich hörten wir ein leises Klopfen an unserer Falltür. Doch, als wir sie öffneten, stand da bloß ein Koffer und es war niemand zu sehen. Es steht kein Name darauf. Aber es sieht so aus, als sei er für uns. Ja, schau nach. Tag 12. Oh, was ist passiert? Wir hatten auf einen schönen Blumenstrauß oder vielleicht eine Schachtel ausgezeichneter belgischer Pralinen gehofft, aber man kann wohl nicht alles haben. Wir werden trotzdem eine gute Verwendung für diese Sachen finden. Oh ja. Wen schicke ich denn jetzt raus? Mary Jane oder Timmy? Ich würde sagen, ich nehme mal Mary Jane, ne? Und die kommt dann wahrscheinlich krank nach Hause, aber das ist mir egal. Tag 13. Hört man das? Nein? Liegt daran, dass keiner was sagt. Wir können nicht nur die Wand anstarren. Wir müssen etwas unternehmen. Bitte mach's nicht wieder kaputt. Tag 14. Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draußen doch noch, oder? Als die Laborkittelträger vor einiger Zeit da waren und nach Wasser fragten, hatten wir Zweifel an ihrer Identität. Doch die sind jetzt weggewischt. Die Ärzte gaben uns heute ein paar Spritzen. Wir wissen zwar nicht, was genau da drin war, aber wir fühlen uns deutlich besser. Und diese Farben, sie leuchten. Tag 15. Nein! Du hast mir jetzt nicht wirklich den besten Char im Spiel genommen, oder? Zu viele Tage ohne Wasser haben ihren Tribut gefordert. Ted ist verdurstet. Oh mein Gott, das ist wirklich mit Abstand der dümmste Tod, den ich jemals hatte. Also ich füttere die und gebe denen auch immer schön was zu trinken alle 5 Tage, aber Ted war doch weg. Nein. Oh, ich kann das Radio wieder anmachen. Ja, schön. Tag 16. Ja, wir wussten es. Die Regierung wurde nicht gestürzt und sie kommen zu unserer Rettung. Ja, und ich habe die Taschenlampe noch. Geil. Jetzt soll ich nochmal das Radio anmachen? Ja, gut. Tag 17. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Oh ja, wenn Mary Jane wiederkommt, ist die bestimmt nicht krank. Jeder neue Geruch dringt uns in diesem kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihn kaum aus dem Weg gehen. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, wurden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der kleinen Öffnung betäubt. Da sind bestimmt Insekten drin oder vielleicht irgendwas Leckeres zu essen, was ein bisschen stinkt. Tag 18. Oh, warte mal. Kann es sein, dass die Spritzen von den Ärzten vorhin Dolores geheilt haben? Und warum ist jetzt Mary Jane krank? Und das Radio kaputt? Naja, da war wohl Nagetier in dem Loch und das hat das Radio zerstört. Und Mary Jane hat nur Wasserflaschen mitgebracht. Aufmachen im Namen der Freiheit. Ja, mach auf. Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ihr gebt mir bestimmt noch einen Verbandskasten mit. Tag 19. Als ob die uns nochmal Wasser geschenkt hätten. Das Wasser hätte ich echt in meinem vorletzten Run gebrauchen können. Guckt euch das mal an. Ich verstehe das nicht. So, wen schicke ich raus? Ich denke mal Timmy, ne? Ja, dehydriert. Okay.
Dann kriegst du noch was zu trinken und du gehst einfach ohne alles raus. Aber warte mal, du gehst dahin. Tag 20. Heute besuchte uns ein junger Mann und erzählte uns von seiner tapferen, beim Ausspionieren eines nahen Räuberlagers verschwundenen Zwillingsschwester. Er sagte, der Moment sei alles andere als perfekt, aber sie hätten ohnehin vorgehabt, uns zu kontaktieren. Er glaubt, dass seine Schwester entdeckt wurde und sie dort gefangen gehalten wird. Er braucht Hilfe. Ja, ich kann aber leider nur die kranke Mary Jane dahin schicken. Das tut mir leid. Tag 21. Oh. Wir machten das Mädchen ausfindig, warfen ihr eine Waffe zu und schlugen die Räuber zurück, die den Ausgang bewachten. Wir wollten nur mal einen kurzen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Und da haben wir schon wieder ein paar komische Augen gesehen. Das ist doch der Hund. Tag 22. Da ist er. Oh, und die Taschenlampe ist auch noch da. Was ist das für ein Krach? Oh nein, da ist etwas oder jemand unter uns. Es ist nur logisch nachzusehen. Wie wäre es, wenn wir einen Blick in die Luke in der Ecke werfen? Okay, mit der Taschenlampe, die jetzt bestimmt nicht kaputt geht. What? Tag 23. Oh, sie ist ganz. Was zur Hölle? Wir haben es gerade so herausgeschafft. Es war ein riesiges, mutiertes Krokodil. Ist jemand verletzt? Oh nein. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. An der Tür klopft ein Händler, der sich für Munition interessiert. Ja, aber warum kann ich ihnen dann das Damespiel geben? Ja, nimm einfach. Brauche ich eh nicht. Tag 24. Was war das? Hä? Ach so. Ja, aber ich hatte doch ein Radio. Wir wollten schon immer eine Reise zu den Niagara-Fällen machen. Wer hätte gedacht, dass wir mal unseren ganz persönlichen Wasserfall hier in unserem Bunker bekommen würden? Anscheinend ist ein halbes Dutzend Rohre geplatzt und das ganze Wasser fließt jetzt direkt hier rein. Wir müssen unsere Sachen retten. Ja, also ich würde sagen, ich baue nicht auf das Militär, sondern auf die Zwillinge. Und die Zwillinge brauchen, genauso wie der Hund, soweit ich weiß, die Karte. Und deswegen rette ich die Karte. Tag 25. Sag mal, kann es sein, dass Timmy irgendwie tot ist? Wer soll nach draußen gehen? Ach so, oh Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade, Timmy wäre tot. Wir haben heute viele Geräusche in der Nachbarschaft gehört. Wir vermuten, dass das entlaufene Zootiere sind, die herumtrampeln. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, frisches Fleisch zu bekommen. Wer soll nach draußen gehen? Ja, Mary Jane, bitte. Tag 26. Drei Suppen. Ja. Guckt euch das mal bitte an. Und beide sind krank. Wo kommt diese grüne Pfütze her? Aus einem Rohr tritt grünes Zeug aus. Das ist schlecht. Ja, das glaube ich. Oh, schade. Ich habe auch nichts, um da irgendwie was gegen zu machen. Dann werdet ihr jetzt doppelt krank? Tag 27. Ist das etwa... Timmy! Ja! Ah, oh, du hast dein Buch mitgebracht. Aber kein Verbandskasten. Ey, ich kann's vergessen, ne? Es ist vorbei. Und der Hund ist zurückgekommen und will was zu essen. Gerne doch. Tag 28. Wer soll nach draußen gehen? Ja, keiner. Wie denn auch? Durstig, hungrig, Qual. Das klingt ja sehr gesund. Tag 29. Während unserer letzten Expedition haben wir uns endlich an dieses Fahrzeug herangewagt. Scheint ein Panzer zu sein, dem hier und da ein paar Teile fehlen. Ach, und die Laufrollen. Verrostet und leicht angesenkt ist er auch. Wenn wir in dem Ding entkommen wollen, sollten wir erst Teile dafür sammeln. Müssen wir für den Trip noch irgendetwas mitnehmen? Taschenlampe oder die Axt? Ich nehme die Axt mit. Tag 30. Wir haben an ein paar Holzpfählen geschnitzt und sie vorne aufs Fahrzeug montiert. Sie sind spitz, effizient und wir können während der Fahrt sogar Müll damit aufspießen. Ein schönes Projekt. Aber wir haben auch aus Versehen den Axtgriff angespitzt. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber der ist jetzt eben auch montiert. Also, erfolgreich. Steht denn da irgendwas? Ja, das Bild hat sich verändert. Cool. Unsere Freunde sind wieder da. Die Zwillinge haben einen sicheren Ort gefunden.
der sich für den Bau eines Lagers eignen würde. Zunächst lief alles glatt, doch dann gerieten die Arbeiter in eine Auseinandersetzung mit einer Räuberbande. Sie müssen das Lager schnell fertigstellen, doch die verletzten Mitglieder der Gruppe sind nicht arbeitsfähig. Sie fragen, ob wir Medikamente für ihre Patienten haben. Das ist doch ein Witz. Das ist doch einfach ein Witz. Ey. Mann. Jetzt ist die gestorben, weil sie krank war. Du bist gestorben. Okay. Bewerte gerne den Part, schaut auch in die Videobeschreibung, da ist einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.